was würden Sie sich wünschen für die Zukunft? Jetzt positiv mal gewendet, was könnte in kleinen Schritten sich vielleicht doch wieder nach vorne hin verbessern? Fällt Ihnen dazu was ein? Herr Hessel. Mir fällt ein, dass es nützlich wäre, die Meinungen der Mieter, die Meinungen der Bewohner stärker zu erfahren, stärker zu berücksichtigen und fruchtbar zu machen. Ja, Herr Radke? Ja, also dass es nicht so weit kommt, dass man ein Quartiersmanagement einrichten muss. Ja, also wenn dann also die Struktur zu Boden ist, dann muss sie wieder errichtet werden. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie sich seit 1990 unter den Bedingungen, die sich gegeben hat, das Haus entwickelt hat. Also auch die Rekonstruktion und die Veränderungen, die dort durchgeführt sind, sind schon durchaus im Sinne. Und die Wohnungsverwaltung ist gut beraten gewesen mit der Vergabe von Wohnungen. Ob sie in der Lage ist, diese Linie durchzuhalten in Zukunft, das wird sich zeigen. Also ich wünsche dem Haus alles Gute, will ich mal sagen, aber wir haben es nicht in der Hand. Ja. Herr Knauf, dann das Wort. Ja, ein Hauptproblem besteht nach meiner Meinung darin, dass die Wohnungsbaugesellschaft in diesen konzentrierten Wohnungen, Wohnen eines Hochhauses, viel zu wenig oder gar keine Verbindung hat. Also ich möchte sagen, der Meinungsaustausch zwischen den Auffassungen der Mieter zum Wohnen im Hochhaus auf der Fischerinsel und die Meinung der Wohnungsbaugesellschaft, wie sich also die Mieter, also was die Mieter dazu beitragen können oder müssen, dieser Austausch fehlt. Der kann auch durch den Concierge nicht ersetzt werden. Hier muss die Wohnungsbaugesellschaft als Eigentümer der Wohnungen aktiver, also eine Verpflichtung wahrnehmen, Kontakt mit den Menschen aufzunehmen, ihre Interessen, kennenzulernen und ihre Wohnungspolitik, auf die Interessen der Mieter hier also ausrichten und einstellen. Wir sind ja hier, Sie sagten das ja schon richtig, also ich hatte bei Strausberg im Garten, den ich jetzt verkauft habe, weil wir es gesundheitlich nicht mehr schaffen. Aber in dem Dorf Garzin wohnen weniger Menschen als bei uns im Hochhaus Fischerinsel 2, wahlberechtigte Mieter sind. Das konnten die Leute da gar nicht verstehen. Aber wir sind doch eine geballte Kraft. Und hier ist doch eine Konzentration von Interessen, Vorstellungen, Wünsche und so weiter. Auch Bereitschaft, dieses und jenes zu verändern. Und hier erfüllt die Wohnungsbaugesellschaft, in keiner Weise die Anforderungen, die sie als gesellschaftlicher Eigentümer von Wohnungen an und für sich verantworten müsste. Ja, vielen Dank für diese kurze Ausgabe von der Zehnkaffee. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Menschen hier vorne am Podium, bei Ihnen im Café. Ich wünsche Ihnen und auch vom Kreativhaus der Fischerinsel 2 für die Zukunft alles Gute. Auch weiterhin bieten wir gute Nachbarschaft an.